Hallo und herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich möchte mich heute zu dem Thema Klimawandelleugnerinnen äußern und gebe euch dafür einen kleinen Überblick über die Strategien und deren Wahrnehmung. Da das Thema zu Klimawandelleugnerinnen für mich absolutes Neuland ist als angehende Japanologin, habe ich mir einen Text zur Hilfe genommen, der für mich gut nachvollziehbar den Kontext, aus dem die Klimawandelleugner kommen, Gründe deren Popularität und deren Strategien darstellen. Lade euch ein, diese kleine Reise durch das fünfte Kapitel von Fake Facts und weise darauf hin, dass sämtliche Inhalte und Argumentationen sowie die Referenzen nicht von mir erbracht wurden, sondern von den beiden Autorinnen. Ich versuche stets, diese sinngemäß wiederzugeben und stelle euch jetzt als erstes erstmal die Autorinnen vor. Da hätten wir Katharina Nochun, sie ist eine deutsch-polnische Publizistin, Politikerin. Politikwissenschaftlerin, Wirtschaftswissenschaftlerin und ehemals auch aktiv als Netzaktivistin, Bloggerin und Politikerin. Sie war von Mai bis November 2013 zum Beispiel politische Geschäftsführerin der Piratenpartei in Deutschland. Unsere zweite Autorin, Kia Lemmerty, ist Sozialpsychologin und hat einen Forschungsfokus auf Verschwörungsideologien. Sie ist Doktorandin an der Johannes-Gutenberg-Universität zu Mainz und seit März 2021 Teil der Geschäftsführung von CIMAS, einer gemeinnützigen Organisation, die interdisziplinäre Expertise zu Themen wie Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus bündeln und durch systematische Online-Monitoring und Studien die aktuellen Entwicklungen erfassen. Also begeben wir uns jetzt mal auf den Weg in das fünfte Kapitel. Ich mache nochmal den Hinweis, macht euch Notizen. Es wird sehr viel Input geben. Ihr werdet vielleicht viele Fragen haben und auch Situationen haben. Warum wird das jetzt gerade angesprochen? Nehmt euch die Zeit, dort reinzuhören und euch was aufzuschreiben. Wir befinden uns im Jahre 2015. Die Absurdität des laufenden Klimadebatte erreicht einen neuen Höhepunkt mit Senator Jim Inhofe. Und ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht, den ihr euch erstmal hier kurz anschauen könnt als Input. In case we have forgotten, because we keep hearing that 2014 has been the warmest year on record, I asked the chair, you know what this is? It's a snowball. And that's just from outside here. So it's very, very cold out, very unseasonal. So here, Mr. President, catch this. We hear the perpetual headline that 2014 has been the warmest year on record. But now the script has flipped, and that's important, since we hear it over and over and over again on the floor of this Senate. Some outlets are referring to the recent cold temperatures as the Siberian Express, as we can see with the snowball out there. This is today, this is reality. Others are printing pictures of a frozen Niagara Falls, 4,700 square miles of ice that formed on the Great Lakes in one night. It's never happened before. Wie wir hier gesehen haben, redet der Senator völlig losgelöst von wissenschaftlichen Fakten oder von ihm selbst angesprochenen Tatsachen. Und dies ist die Macht der Demonstrationen, die wir nicht unterschätzen sollten. Schauen wir vor die Tür, sehen wir keine bedrohliche Temperaturerhöhung, sondern genau das Gegenteil. Schnee. Ein einleuchtendes Argument, dem sich durch die mediale Verbreitung viele mitreißen lassen. Nicht nur Wählerinnen konnten. In der 2019 durchgeführten Studie des Climate Change Committee geben 16% der befragten US-Amerikanerinnen an, dass sie glauben, es gebe keinen Klimawandel. 33% bestreiten seine Existenz nicht, aber denken, dass er nicht von Menschen beeinflusst würde. Und ein Viertel ist überzeugt, dass sich die Wissenschaftler zu dem Thema selbst nicht mehr einig sind. Auch in Europa gab es 2016 eine Studie, die European Perception of Climate Change. Hier ist der Glaube an die Existenz des anthropogenen Klimawandels vorhanden. Zu 4% sagen Norwegerinnen, ja, das kann ich mir vorstellen. Franzosen
beteiligen sich mit 6%, in Großbritannien sind es 12% und in Deutschland sogar 16%. Dennoch gibt es mit einem Durchschnitt von 30% die Meinung, Wissenschaftler seien sich nicht einig zum anthropogenen Klimawandel. Dabei belegt eine Studie von 2013 eine Befragung von 25.000 Personen, die dieses Thema wissenschaftlich erarbeiten, dass ein 97-prozentiger Konsens darüber bestünde. Auch in der Analyse von 50.000 Artikeln, die zwischen 1991 und 2015 veröffentlicht wurden, zeugt man von über 99% Übereinstimmung, dass es einen anthropogenen Klimawandel gibt. Anscheinend haben der wissenschaftliche Konsens für Klimawandelleugner keine Relevanz. Aber warum ist diese Befragung der Bürger so sehr davon beeinflusst? Eine Antwort findet sich in sozialen Medien, wie zum Beispiel auf YouTube. Selbsternannte Experten berichten in Verbindung zur Klimadebatte von satanischen Techniken der Manipulation, dass Fridays for Future zu einer jüdischen Weltverschwörung zähle und dass Klimaschutzmaßnahmen Teil einer neuen Weltordnung zum Mittel der Versklavung der Weltbevölkerung sind. Die NPO Avaaz untersuchte Januar 20 die Top 100 Ergebnisse unter der YouTube-Suche Global Warming und stellte fest, dass 16 davon falsch oder irreführende Informationen zum Klimawandel enthalten. Dies ist kein ausschließliches Internetphänomen. Immer wieder schaffen es Bücher mit vermeintlich wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Klimawandel als Propaganda einer Verschwörung in die Bestseller. Die Meinung, dass Klimawandelleugner ist nicht homogen. Manche neigen, negieren ihn vollkommen, andere räumen ihn ein, beschreiten aber den anthropogenen Faktor. Und andere verweisen wiederum auf positive Folgen wie schöneres Wetter oder stärkeren Pflanzenwachstum dank hoher CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Das Vorgehen der Klimawandelleugner lässt sich unabhängig vom Medium in 3 bis 4 Schritte unterteilen. Erstens wäre die Erkenntnis der Forschung, die wiederum verzerrt oder falsch dargestellt wird. Als zweites werden die Forschungsinstitute bezichtigt, systematisch falsche Informationen zu verbreiten, um drittens eine Aufklärung durch seriöse Klimaexperten, die meist parteiisch oder gestellt sind, folgen zu lassen. Dies Ganze kann wahlweise durch viertens eine Einbindung in einen größeren Verschwörungskontext geendet werden. Aber warum ist der Gedanke, dass ein Klimawandel nicht existiert, so verlockend? Dafür haben wir erstmal 3 Gründe. Denn erstens, die Wahrheit ist so unangenehm. Die Perspektive ist sehr beunruhigend, dass die Lüge einfach viel attraktiver erscheint. Rein psychologisch fällt es uns leichter, solche Themen zu negieren und aus dem Weg zu gehen. Ein zweiter Grund ist die Komplexität des Themas. Verschwörungserzählungen werden oft mit Studien unterfüttert, wie wir hier zum Beispiel sehen können. Diese sind nicht prinzipiell unkorrekt, aber werden als wissenschaftlich überholt angesehen, nehmen nur kleine spezifische Zeitpunkte auf oder betrachten eine kurze Messreihe. Dabei wird eine wissenschaftliche Aussage gegen eine andere gestellt. Und wer wittert bei diesem Widerspruch von 2 wissenschaftlichen Aussagen nicht schon eine Verschwörung? Schließlich hätten wir noch das selbstbewusste Auftreten der Klimawandelleugner selbst. Im Gegensatz zu Wissenschaftlern verwenden sie eine klare Sprache. Sie einigen sich auf Festlegungen und verkaufen ihre Argumente als hundertprozentige Eindeutigkeit und Wahrheit. Schauen wir uns dazu ein Beispiel von Dr. Fritz Singer an. Er ist ein amerikanischer Physiker und regelrechter Star in der Klimawandelleugner-Szene. Er war sehr lange ein gefragter Interviewpartner, wie der folgende Clip euch zeigen kann. Bitte nutzt auch hier nochmal die Möglichkeit, Notizen zu machen. Denn wir werden im Anschluss darüber reden. Real busy with Dr. Fred Singer this morning. He is a noted atmospheric physicist. He's also one of the world's chief skeptics of global warming. And here this morning to tell us why. Good morning to you. And you're also the founder of... The Weather Satellite Service for the U.S. government. All right, so... I was the first director. First director. So I know something about satellites and about observing the atmosphere from space. And you feel like a lot of this global warming is simply hogwash. Well, let me put it this way.
the real issue is not global warming. The real issue is what is the cause of the warming. And we have to decide whether it's mostly natural or mostly human caused. And obviously natural is nothing, there's not much we can do about it. You know, mm-hmm. And we have to find out which is the important one. Well, of course, the one side, the argument on global warming is the carbon dioxide levels and how much they're going up, how man-made it is. CO2 is certainly man-made, mm-hmm. Yes. So it's plausible that humans could be affecting the climate. You just have to look at the data. That's what we do. Now, the satellites don't show any warming. Satellites don't show warming. No, they don't show the warming. Only the surface stations do. What about the polar caps that are melting that people keep bringing up? That's a detail. We're not concerned. We're mostly concerned about the tropics, mm-hmm. because that's where all the weather comes from. What's happened to the North Pole is of little consequence to the globe itself. Well, so last night you make your presentation before San Diego State crowd. I had all these students there, yeah. Just explain to our viewers, give us your best case, your best argument, why we're concerned over something we shouldn't be concerned over, global warming. Well, it's because we don't see the evidence for human-caused global warming. It should be there because carbon dioxide is increasing. It should be there, according to theory. Mm-hmm. But the atmosphere is really complicated, and, you know, the theory doesn't take into account all the things that happen in the atmosphere, like the clouds. The models don't cover the clouds. The clouds are really important. Anyway, the satellites don't show the warming. Mm-hmm. Oceans don't show the warming. Only the land stations, the weather stations, show some warming. And that's probably all local warming due to urban effects, you know, population growth and so on. In the 90s, particularly in the 90s, when this became very popular idea, some of the greatest minds on the planet were behind this. Why do you feel like they're wrong? Well, the greatest minds aren't always right. Yeah, one of the greatest minds is Al Gore. The great mind of Al Gore, they gave him a Nobel Prize for peace, not for science. That's very important. Mm-hmm. Yeah. But he wasn't the only one. There were lots of scientists. Yeah, there are really lots of scientists, and we're having real scientific debates. I'll spend the day, most of the day today at Scripps. Most of the people don't agree with me, and we'll have some good discussions. All of that's being done, all of the solar power, all the alternative energies that we're spending billions and billions and billions of dollars on, are we wasting that money? Yes, it's a complete waste, absolutely useless. It's not going to help us a bit. The thing to do is to build more conventional power plants, nuclear power plants as well, but also coal-fired power plants, and in fact, California depends on coal-fired power plants somewhere out in Arizona and Utah. How long do you think it will be before, in your estimation and in your mind, people will go, he was right? Is it next year? Is it 20 years? Is it 50 years down the line? I think people are going to be affected not by science, but by how much electricity will cost. The price of energy is going to go up, mm-hmm. and up and up. As Obama said in his campaign in 2008, the price of electricity will skyrocket. And it's already, he's promised that. Uh-huh. And he's delivering on his promise. The price of electricity has been going up. It'll keep going up. And people will have to decide whether they want to turn on the air conditioning in the summer or whether they'd rather eat. You know, it's a big mm-hmm. choice. Right. If you have a limited amount of money, you can't do both. Dr. Fred Singer, thank you so much for joining us this morning. We appreciate it. Warum sollte man ihn zu einem Gespräch einladen? Mag sich vielleicht einer fragen. Aus medialer Sicht ist es eine charmante, überzeugende, aber auch kontroverse Art, einen ganz anderen Standpunkt mit klarer Deutlichkeit zu vertreten, und es wirkt medial wunderbar. In einer politischen Debatte mag dieses Argument vielleicht stimmen, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen mag, zwischen unterschiedlichen Parteien. Aber in der Klimadebatte führt diese Einstellung zu einer Verzerrung in der Berichterstattung. Es wurde beobachtet, dass es Kritiker viel mehr mediale Präsenz eingeräumt wurde, als Wissenschaftlern, wenn man dieses Thema bearbeiten möchte. Eine Studie der Universität of California untersuchte 1000 Zeitungsartikel aus unterschiedlichen Häusern, die im Zeitraum zwischen 2000 und 2016 erschienen.
auf die Erwähnung von 386 bekannten Wissenschaftlern im Vergleich zu genauso vielen Kritikern. Tatsächlich erhielt selbst ein seriöses Format wie The British Guardian eine quantitativ höhere Präsenz an Kritikern vor. Auch das Paar Boyko derselben Universität bestätigte nach einer Analyse von 663 amerikanischer Tageszeitungen die unglaubliche Darstellung und beschreibt sie als Balance as Bias. Um den gleichberechtigten Darstellungen unterschiedlicher Standpunkte wurde die Wahrheit verzogen. 2019 gab es ein Umdenken beim British Guardian. Sie verzichteten auf die Verwendung von Bezeichnungen wie Klimawandel und nutzten stattdessen Klimakrise, und Klimaskeptiker wurde durch Klimawandelleugner ersetzt. Selbst der Nachrichtensender BBC setzte im selben Jahr ein Zeichen und entschied, keine Klimawandelleugner mehr einzuladen zu Gesprächen. Abgesehen von der medialen Repräsentation gibt es noch andere Bereiche, in die öffentliche Meinungen geprägt werden. Nehmen wir soziale Medien und die Umweltaktivistin Greta Thunberg als Beispiel. Schaut man die Kommentare in sozialen Medien, so reicht das Feld zwischen Befürworter und Kritikern des Schulschwänzens über Vorwürfe bis zu Verschwörungsgedanken. Der Bayerische Rundfunk analysierte in diesen Beiträgen, Zitat, der rasante Anstieg des Mädchens zu internationalen Superstar ist in der Tat so außergewöhnlich und unwahrscheinlich, dass Menschen dazu neigen, sich das Phänomen irgendwie erklären zu wollen. Und das trägt zur Mythenbildung bei. Zitat Ende. So kursieren Spekulationen, sie sei einer Gehirnwäsche unterzogen worden, Marionette eines jüdischen Militärs oder Handlerin der Rothschilds. Das wissenschaftlich Journalistin Lena Footbrocken beobachtete die Facebook-Kommentare unter Fridays for Future und stellte fest, dass die meisten und einschlägigen Kommentare nur von vereinzelten Accounts kommen, was auf die Arbeit von kleineren Gruppen hinschließen lässt. Aber auch bekannte Personen erhalten zu diesem Thema Aufmerksamkeit, zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Über seine sozialen Medien wurden Meinungen zum Thema Klimawandel verbreitet. Unter anderem ein Post mit Verschwörungscharakter, den ihr unten links sehen könnt. The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make US manufacturing non-competitive. Tatsächlich ist das Schreckgespenst einer großen sozialistischen Verschwörung, eine der ältesten Klimamythen. Naomi Oreskes, die eine Professorin für Wissenschaftsgeschichte in Harvard, beschreibt zusammen mit Eric M. Conway die Entstehung der US-Klimaleugner-Szene. Besonders im Kontext von Klimaproblemen, wie zum Beispiel sauren Regen, beobachtete sie, dass hauptsächlich Physiker während des Kalten Krieges wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch diskreditierten. Für Oreskes und Conway ist es sehr sichtlich, dass die erste Generation der Klimaleugner nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus politischer Überzeugung handelten. Der vom Kalten Krieg bis weit in die 80er Jahre verbreitete Red Scare beschreibt eine wahre Hexenjagd auf Sozialisten. Die Angst vor Unterwanderung gesamter Moskaus war viel realistischer als eine Umweltkatastrophe in ferner Zukunft. Als Wassermelonen wurden Umweltaktivisten bestimmt, frei nach dem Motto, außen grün, innen rot. Der Nachteil dieser Einstellung lässt sich noch heute finden. Landesweite Krankenversicherung sowie Umwelt- oder Verbraucherschutz wurden als Sozialismus durch die Hintertür betrachtet, da diese den freien Markt und die Demokratie beeinträchtigen. So wandelte sich die Klimadebatte in einen Streit um die freie Zukunft, besonders an den Märkten. Heute weisen viele Organisationen um Klimawandelleugner personelle und finanzielle Verbindungen zu Unternehmen auf und diese Unternehmen fürchten sich besonders vor den Bußen von strikten Klimaauflagen, so wie zum Beispiel der Mineralölkonzern ExxonMobil.
dieser Konzern veranlasste 1982 eine Berechnung zum anthropogenen Klimawandel sowie zum CO2-Einfluss durch die menschliche Produktion und das Abschmelzen der Polkappen. Prognosen besagten, dass bis 2019 ein 0,9%iger Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur erwarten würde. Diese taten tatsächlich schon 2 Jahre eher. Trotz des Wissens finanzierten sie regelmäßig Kampagnen, um Zweifel am Klimawandel zu schüren. Der US-Sozialwissenschaftler Robert Jen Bull verfolgte Finanzströme von ihnen genannten Climate Change Countermovements. Er identifizierte 91 Organisationen, die in Verbindung mit Leugnern stehen, und vermute, dass zwischen 2003 und 2017 7 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung geflossen sind. Die Transaktionen erfolgten meist über Mittelmänner oder Organisationen, um die Mythenverbreitung über hochprofessionelle Videos, Online, Print oder Postcards an ein Millionenpublikum zu verbreiten, mit dem Ziel, staatliche Regulierungen zu vermeiden und wirtschaftlichen Verlust zu verhindern. Die Washington Times identifizierte das Heartland Institute als eine der wichtigsten Lobbyorganisationen und Thinktanks in den USA. Über eine rege Produktion an Beiträgen schüren sie Zweifel an anthropogenen Klimawandel und vermitteln sie an durch häufige Auftritte in konservativen Mediensender Fox News an ein breites Publikum. Dass sie für ihre vermeintlich wissenschaftlichen Beiträge keine Peer-Reviews bekommen, scheint sie dabei nicht zu stören. Zu einer Strategie des Instituts gehört es, neben PR auch Diffamierung vereinzelter Wissenschaftler durchzuführen. Ein Ziel sei es dabei, Kindern korrektes Wissen zum Klimawandel schon in der Schule zu vermitteln, wofür sie 2017 zum Beispiel ein Lehrwerk entwarfen mit dem Titel »Warum sich Wissenschaftler über globale Erwärmung uneinig sind«. Auch in Europa gibt es solche Lobby-Thinktanks. Das Europäische Institut für Climate und Energie ist ein Partner des Heartland Instituts mit Sitz in Jena. Ihr Ziel ist die Aufklärung über die wahren Zusammenhänge des Klimawandels. Dabei betreiben sie politisches Lobbying für Klimawandelleugner. Auf Einladung der AfD durfte zum Beispiel der Pressesprecher von diesem EIKE seine Thesen im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages 2019 vortragen. Auch das AfD-Grundprogramm von 2016 wurde vom Vizepräsidenten der EIKE miterarbeitet. Darin heißt es, Zitat, das International Panel of Climate Change und die deutsche Bundesregierung unterschlagen die positiven Wirkungen des CO2 auf das Pflanzenwachstum und damit auf die Welternährung. Der Psychologe Jan Willem von Boyen stellte in einer Studie fest, dass in den USA die Verschwörungserzählung zum Klima besonders bei rechten und konservativ orientierten Menschen fruchte. Aber auch in Europa benutzen Politiker des rechten Flügels das Leugnen des Klimawandels in ihren gezielten Tabubruch als PR-Strategie, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die Psychologen Daniel Jolly und Karen Douglas stellten in ihrer Studie von 2014 fest, dass sich der bloße Kontakt mit solchen Aussagen von Klimaleugnern auf die Bereitschaftsauswirkung, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern. Denn selbst wenn solche Aussagen nicht geglaubt werden, sehen sie Zweifel. Aus diesem Grund sollten Aussagen von Klimawandelleugnern und deren Verschwörungsgedanken nicht unbehandelt stehen gelassen werden. An dieser Stelle endet meine kurze Reise durch das 5. Kapitel von Fake Facts. Ich hoffe, dass ihr diesen Input sehr viele Fragen, Meinungen, aber auch Äußerungen mitnehmen konntet, die ihr später teilen möchtet. Falls ihr das noch nicht getan habt, bitte ich euch nochmal, die Gedanken kurz aufzuschreiben, damit wir in der Diskussion am Ende des Abends noch einmal darauf zurückkommen können und gemeinsam ein Fazit bzw. eventuelle Handlungsmöglichkeiten für uns selbst erarbeiten zu können. So gebe ich zurück an Mao. Was wollte ich machen?
Vielen Dank, Maria. Das war ein sehr dichter Vortrag. Genau, viele Facts, mit denen du da um dich geworfen hast, aber auf jeden Fall cool. Vielen Dank. Genau, ich mache weiter mit dem zweiten Block. Den habe ich jetzt mal Mythos über Bevölkerung genannt. Hier möchte ich zunächst kurz auf die historische Dimension der Umweltschutzbewegung eingehen. Als zweites dann über Beispiele sprechen, was passiert, wenn konservative Kräfte die Erkenntnisse des Klimawandels akzeptieren. Bevor ich im dritten Schritt über den Mythos der Überbevölkerung sprechen möchte. Und im letzten Schritt möchte ich versuchen, eine progressive Kritik am apokalyptischen Bewusstsein von Klimaaktivistinnen zu unternehmen. Genau. Die Ursprünge der Umweltbewegung liegen im 19. Jahrhundert, ausgehend aus der Romantik. Also eine literarische Strömung, die die Natur idealisiert. Genau, und daraus hervorgehend gibt es die Lebensreformbewegungen, die versuchen, idealerweise einen Naturzustand der Menschen zu erreichen, häufig einfach als Antwort auf die Industrialisierung und Modernisierung der Gesellschaft. Weitere Wurzel ist die Anthroposophie. Und die Demeter-Landwirtschaft, die damit eng verknüpft ist, was dann später dazu führt, also aus der Anthroposophie ausgehend von Rudolf Steiner, der eine bestimmte Rassenlehre vertritt, dass bestimmte Menschen nur an bestimmten Gegenden zu Hause sein können, erwächst dann eine Formulierung, die sich auch heute in Klimadiskursen von konservativen Kräften findet, ist eine Formulierung wie Klimaschutz ist Heimatschutz. Und es gibt dort auch die Befürchtung einer Umvolkung, beispielsweise jetzt für den westeuropäischen Raum, dass nach und nach durch Zuzug von Migrantinnen, POCs, die sogenannte weiße Rasse ausstirbt. Gegipfelt ist das Ganze im Dritten Reich in Westdeutschland. Da ist das Sprechen von einer Blut- und Bodenideologie auf jeden Fall auch sehr verbreitet gewesen. Und es gibt insgesamt eine große Verbindung zwischen Rechtsextremismus, Ökologie und Spiritualität. Oft ist das mit einem bestimmten Naturalismus oder Biologismus verknüpft, aber zu dem Feld könnte man eine ganze Veranstaltungsreihe organisieren. Gut, dann komme ich jetzt zur neueren Umweltpolitik, und zwar die zweite Umweltschutzbewegung hat sich ab den 1970er Jahren gegründet. Die Leute haben angefangen, sich nicht mehr materialistisch in der Welt zu orientieren. Das heißt, Wachstum und Gewinne für Unternehmen sind nicht alles. Es gab Bestrebungen der Atomkraftbewegung, der Friedensbewegung. Es haben sich verschiedene Frauengruppen gebildet. Es gibt seit den 80er Jahren den Global Climate March. Im deutschsprachigen Raum sind vor allem auch Fridays for Future, Ende Gelände und Hambi bleibt bekannt, genauso wie Extinction Rebellion und die letzte Generation. Tatsächlich ist es so, dass es ein ziemlich heterogenes Feld ist an Leuten, die umweltaktivistisch unterwegs sind, haben ganz verschiedene Motivationen. Teilweise ist es so, dass es Überschneidungen zur ersten Folie gibt, die ich vorgestellt habe. Es kann sein, dass man sich nicht völlig bewusst ist, woher manche Ansätze kommen, dass man sich nicht klar abgrenzen möchte, weil ja alle das gleiche Ziel verfolgen. Genau, das heißt, es kann sein, dass wenn man in Klimaschutzpolitik, Aktivismus unterwegs ist, man sowohl auf Wassermelonen wie auch auf Bananen trifft. Genau.
Die Beispiele, über die ich sprechen möchte, sind eher randständig, also von kleineren Gruppen. Aber trotzdem habe ich gedacht, passen die ganz gut herein. Wie ich da rangekommen bin, ist, ich bin Religionswissenschaftsstudent im Bachelor und arbeite als SHK in der Dokumentationsstelle für religiösen und weltanschaulichen Pluralismus. Genau, und habe da jetzt in der Zeit, in der ich da bin, schon interessante Gruppen gefunden. Kurz zur Dokumentationsstelle an sich, die ist in den 90er Jahren ins Leben gerufen worden, weil damals der sogenannte Sektendiskurs im deutschsprachigen Raum ziemlich groß war, und dort wird gesammelt Primärquellen von religiösen Gruppen, das heißt Briefe, Magazine, die ihre rausgeben, Bücher, die geschrieben werden und Flyer, die in Umlauf kommen. Die Bereiche, die dort zu finden sind, sind NRB oder Umgangssprache, also neue religiöse Bewegungen oder umgangssprachlich auch Sekten genannt. Es gibt Literatur zu Esoterik, Magie, Ufologie, Hinduismus, Buddhismus und so weiter und so weiter. Falls ihr gleich durch den Vortrag oder die Vorstellung der Gruppen Interesse habt, euch da Material auszuleihen, könnt ihr das gerne auf Anfrage machen. Die E-Mail-Adresse ist rwarchiv@unileipzig.de. Und falls ihr wissen wollt, welche Monographien wir dort stehen haben, müsst ihr auf der Seite des Uni-Katalogs auf der Website eingeben als Filter Standort Regionalwissenschaft und Dokumentationsstelle. Gestern waren es ungefähr 1800 Treffer, als ich geschaut habe. Gut, dort habe ich zwei Gruppen jetzt gefunden. Zum einen die Anastasia-Bewegung. Das ist eine völkisch-heidnische Bewegung, die auf die Literaturreihe, die Romanreihe Anastasia beziehungsweise die klingenden Zedern Russlands zurückgeht. Das hat Wladimir Mekri geschrieben Ende der 90er. Diese Gruppe ist vor allem in Russland, Belarus, in der Ukraine, in Österreich und Ostdeutschland zu finden. Vor allem sei hier Mecklenburg genannt. Genau, was macht die Anastasia-Bewegung? Also sie versuchen quasi, sich in ganze Dörfer einzunisten, und Ziel ist es dort, mit einer Kleinfamilie einen sogenannten Familienlandsitz zu bewirtschaften, in dem jeder Familie ein Hektar Land zusteht, mit dem sie sich selbst versorgen können. Sie sind der Auffassung, technischer Fortschritt würde die menschliche Zivilisation zerstören. Und dass Kinder im Allgemeinen eine große Weisheit besitzen, die aber von der Gesellschaft quasi manipuliert werden. Und deshalb werden diese Kinder laut Anastasia-Ideologie ausgebildet. Genau, das verschwörerische Element an der Anastasia-Bewegung ist auf jeden Fall auch, dass es die Behauptung gibt, Juden als solche seien willenlos und sie dienten einem dunklen Oberpriester. Genau, als zweites Beispiel, das ich herangezogen habe, was auch ein bisschen der Auslöser für diesen Vortrag war mit dem Mythos Überbevölkerung, ist die Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien. Genau, und die haben in diesem Jahr so einen fetten Wälzer rausgebracht. Das sind 500 Seiten, dicht an dicht geschrieben. Kannst du kurz zwischen? Mit dem Titel Überbevölkerung, die größte Gefahr für die Erdenmenschheit. Genau, bevor ich zum Inhalt komme, dort will ich noch ein bisschen was über den Gründer Billy Eduard Albert Meyer sprechen. Genau, und zwar beruht die Gemeinschaft auf veröffentlichten Aussagen Billys, welche bereits sehr früh in seinem Leben, im Alter von 5 Jahren, behauptet, in Kontakt mit Außerirdischen getreten zu sein. Diese suchten ihn als ihren Kontaktmann aus und befinden sich in regem Kontakt und Austausch mit ihm. Ziel ist es, die Menschheit auf die nächste Evolutionsstufe ihres Geistes zu geleiten, welche in der Wassermannzeit die Menschheit zu freien, friedlich miteinander lebenden Individuen werden lässt.
Ein besonderes Merkmal der FIGO ist die rege Publizität der Organisation in Form von vielfachen Periodika, wie der zentralen Zeitschrift Stimme der Wassermannzeit. Bis 2013 wurden über 350 relevante Schriften veröffentlicht in diesem Verlag. Und der Inhalt der Publikation ist sehr breit gefächert und reicht von Berichten über mögliche UFO-Sichtungen, die Analyse derer und andere grenzwissenschaftliche Themen bis hin zu alternativmedizinischen Betrachtungen und freien Interviews. Die FIGO begreift sich als Wegbereiter für die nahende Wassermannzeit. Der Kontakt zu einer außerirdischen humanoiden Rasse aus dem Tierkreiszeichen Stier, die in einer anderen Raum-Zeitdimension lebten, ermöglichten es Billy, Aussagen zu kommenden Geschehnissen, aber auch zu verschiedenen übernatürlichen Phänomenen wie UFO-Sichtungen zu treffen. Als wiederkehrendes, entscheidendes Grundübel der Menschheit und wiederkehrendes Motiv findet Überbevölkerung in den Veröffentlichungen der FIGO häufig Betonung. Angestrebt laut FIGO ist ein Bevölkerungsstand von 529 Millionen Menschen, wodurch alle mit der Überbevölkerung einhergehenden Übel ein Ende finden würden. Kannst du nächste Folie machen? Genau. Probleme wie Trinkwassermangel, Wüstenbildung, Umweltvergiftung, CO2, Methan und die Zunahme von Naturkatastrophen würden die auf die Überbevölkerung zurückgehen. In diesem Buch hier ist auch ein Modell zu einer weltweiten Geburtenregelung mit abgebildet. Es steht drin, dass nur Menschen Kinder kriegen sollen, die mindestens 3 Jahre verheiratet sind, um die 30 Jahre alt sind, einen Gesundheitsnachweis mitbringen. Das heißt, es dürfen keine dauerhaften Medikamente genommen werden, Drogen, es soll keine vererbbaren Krankheiten geben bei Menschen, die Kinder bekommen. Und es gibt eine 7:1 Jahresregel. Das heißt, 7 Jahre sollen keine Kinder gezeugt werden, in einem Jahr sollen Kinder gezeugt werden, dann wieder 7 Jahre ohne Kinder und so weiter und so fort, bis dieses Ziel von 530 Millionen Menschen erreicht ist. Zudem soll es nur maximal 3 Kinder pro Ehe geben. Und bei Verstoß drohen drakonische Strafen. Und zwar sollen die Menschen, die dann dagegen verstoßen, 10 Jahresgehälter als Strafe zahlen, werden sterilisiert und die Kinder sollen entzogen werden und durch den Staat erzogen. Ich finde, das ist ziemlich fies. Das hat mich wütend gemacht, als ich das gelesen habe. Und deshalb möchte ich dann auch weiter über die Überbevölkerung sprechen. Kleine Anmerkung ist, dass es bei FIGO und der Überbevölkerung nicht um eine Verschwörung an sich geht. Das heißt, es gibt keine geheime Gruppe, die den Plan hat, die Welt überzubevölkern. Aber trotzdem ist es ein Mythos, über den ich aufklären möchte. Der ist allerdings nicht neu. Bereits im 18. Jahrhundert hat Thomas Malthus über Überbevölkerung geschrieben, hat dann auf von ihm auch auf ihn zurückgehend auch den Namen des malthusianischen Mythos getragen. Genau, die Kernaussagen, die Malthus trifft, sind, dass die Bevölkerung exponentiell wächst, während die Nahrungsmittelproduktion nur linear wächst, was dann dazu führt, dass mehr Menschen verhungern, verelenden. Aber tatsächlich sei das überhaupt nicht so wild, weil durch diese Verelendung, durch Kriege und Krankheiten seien es mehr Menschen, die sterben und es dient dann der Korrektur der Bevölkerungszahl. Prinzipiell empfiehlt Malthus auch Enthaltsamkeit und späte Heirat. Bildungsinvestition spricht sich aber gegen Sünde aus, gegen Verhütung, weil das Sünde sei. Und ist Verfechter eines Antinatalismus, das heißt, dass Frauen keine Kinder kriegen sollten.
Genau. Ich habe hier eine Grafik gefunden über die totale Fertilitätsrate zwischen 1950 bis, ihr seht es in der Mitte, ist so eine gepunktete Linie, das ist ungefähr heute, ich glaube es ist von 2019, genau, mit der Prognose in die Zukunft. Wir sehen, dass überall die Fertilitätsrate, also wie viele Nachkommen pro Frau gezeugt werden oder auf die Welt kommen, stetig sinkt, und es wird auch angenommen, dass bis ins Jahr 2100 sich der Wert global irgendwo zwischen 2 und 2,5 einpendelt. Genau, also das heißt, hier ist schon über Zahlen einfach der Mythos debunked, und genau, es gibt noch einen kleinen Teil zu einer sozioökonomischen Analyse und den Begriff der reproduktiven Gerechtigkeit. Und zwar hat schon Friedrich Engels in direkte Antwort an Malthus geschrieben, dass die sogenannte Überbevölkerung grundsätzlich kein technisches, sondern ein sozioökonomisches Problem darstellt, das sich vorrangig durch das Verhältnis zur effektiven Nachfrage und zum produktiv eingesetzten Kapital ergibt. Die Subsistenzmittel werden im Kapitalismus nur im Verhältnis zur zahlungsfähigen Marktnachfrage hergestellt und verteilt. Und wenn die Bevölkerung überzählig sei, dann werde dies ausschließlich gemessen im Verhältnis zur durch den Arbeitsmarkt vermittelten Beschäftigung. Im Kapitalismus ist also eine permanente, scheinbare Arbeiterüberbevölkerung systemimmanent. Denn der Widerspruch im Kapitalismus ist, dass das Kapital möglichst viel Arbeit braucht, um möglichst viel zu produzieren und zugleich möglichst wenig Arbeit kaufen muss. Marx bezeichnet diese industrielle Reserve als Armee als relative Überbevölkerung. Die stellt aber im Unterschied zu Malthus keine absolute, das heißt demografisch begründete Überbevölkerung dar. Es handelt sich bei ihr vielmehr um eine Überbevölkerung relativ zu den momentanen Bedürfnissen des Kapitals. In der Periode des Aufschwungs nimmt die Reservearmee ab. In Krisenzeiten oder Flauten steigt sie dagegen an. Der Schriftsteller Charles Dickens sah in Malthus' Ansatz kritisch und benutzte Malthus und dessen Ansichten über Arme und Überbevölkerung als Vorbild für die Figur des Scrooge im A Christmas Carol, oder zu Deutsch Die Geister, die ich rief. Bezüglich dieses Antinatalismus, das ist auf jeden Fall auch in zeitgenössischen Klimadebatten so, dass sich auch viele linksliberale Menschen dazu entschließen, keine Kinder zu bekommen, weil das ja schlecht für die Ökobilanz ist. Dazu möchte ich noch einen kleinen Ausschnitt vorlesen aus Kitchen Politics. Geht um queer-feministische Intervention. Genau, hier hat ein Text von Susanne Schulz, genau, und sie lässt sich auch kritisch über diese malthusianische Erzählung aus. Genau, seid ihr bereit? Ich bin's. Zunächst tragen auch solche Kampagnen, die das Kinderbekommen gewissermaßen als individuellen Konsumverzicht rahmen, zu einem Denken bei, dass Menschen kalkulatorisch als gleichberechtigte Variable wie schädliche Umwelteinflüsse behandelt. Nur auf dieser Grundlage können Rechnungen zustande kommen, in denen es egal erscheint, ob an der zukünftigen Existenz von Menschen angesetzt wird oder an der Veränderung von Produktions- und Naturverhältnissen. Ausgangspunkt sind stark individualisierende Rechnungen zu einem ökologischen Fußabdruck pro Kopf. Zwar machen Statistiken zu einem meist national berechneten, extrem unterschiedlichen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß die globale Ungleichheit in der Umweltzerstörung unmittelbar sichtbar, etwa wenn berechnet wird, dass ein Mensch in den USA 581 Mal so viel CO2-Ausstoß verursacht wie ein Mensch in Burundi.
Allerdings bestärken Strategien, die auf der Grundlage solcher Berechnungen des Status quo an der künftigen Existenz von Menschen ansetzen, weiter die Vorstellung, dass sich der Ressourcenverbrauch über die Generationen sozusagen vererbe, die Menschen sich also in ihren sozialen oder ökologischen Eigenschaften in die Zukunft hinein reproduzierten. Und auch wenn die genannten Gebärstreik-Initiativen lieber an den zukünftig als durchschnittlich klimaschädlicher projizierten Menschen ansetzen, geht diese Rechnung, einmal aufgestellt, genauso auch umgekehrt. Erinnert sei an diejenige umwelt- und entwicklungspolitische Narrative, die auf der Grundlage derselben national differenzierten Statistiken schlussfolgern, im globalen Norden könne effektiv am Konsumniveau angesetzt werden, um Ressourcenverbrauch oder Klimawandel zu begrenzen. Während im globalen Süden rechnerisch vor allem die Zahl der Menschen der entscheidende Hebel sei, um quantitative Effekte zu erzielen. Die feministisch-klimaaktivistischen Bezüge auf den Bevölkerungsdiskurs übersehen eine brutale statistische Rationalität, die bewirkt, dass das Konzept der Bevölkerung sich in vielerlei Hinsicht nicht von ihrer rassistischen Grammatik und ihrem rassistischen Geist trennen lässt. Nicht nur beschwört das Sprechen über eine problematische Weltbevölkerungsentwicklung auch heute noch unmittelbar die Bilder von nicht-weißen Menschenmengen hervor und von braunen oder schwarzen weiblichen Körpern, die als nicht verantwortlich und sich exzessiv vermehrend gedacht werden. Der Rekurs auf Bevölkerung als Variable evoziert darüber hinaus auch die tautologischen Effekte demografischer Problemformulierung, die es als unmittelbar naheliegend und rational erscheinen lassen, gerade die von Krisen am meisten betroffenen Bevölkerungsgruppen zum Ansatzpunkt für biopolitische Lösungsstrategien zu erklären. Die Gebärstreikaufrufe bestärken somit auch die Idee der Weltbevölkerung als isolierbare Krisenvariable und damit die problematische These des Anthropozän. Dieses fasst die gesamte Menschheit undifferenziert als außerhalb der Natur zu verordnenden zerstörerischen Faktoren. Aus einer Perspektive der reproduktiven Gerechtigkeit ist dies mit Rekurs auf Gegenkonzepte wie das Racial Capital Scene oder Plantationocene zurückzuweisen. Diese beziehen sich nicht auf eine abstrakte Menschheit, sondern stellen die bis ins Heute reichende Geschichte des Kolonialismus und des kapitalistischen Weltsystems ins Zentrum der ökologischen Krisenanalyse. Die historische Gewordenheit der auf Gewalt und extremer Ungleichheit basierenden zerstörerischen Naturverhältnisse zu betonen, wirft grundlegend andere politische Fragen auf als der Fokus auf die zu reduzierende Menge von Menschen und verweist gar umgekehrt auch auf den historischen Zusammenhang der Geschichte ökologischer Zerstörung mit der Geschichte von Genozid, Vertreibung und Enteignung. Zum Abschluss, zum Fassabschluss, möchte ich noch kurz über sogenanntes apokalyptisches Bewusstsein sprechen. Darauf gekommen bin ich, weil ich ein Zine in die Hand bekommen habe. Das nennt sich Mein Freund der Untergang, ist von der Gruppe Nevermore aus Leipzig, 2020 erschienen, ist online for free zugänglich. Genau, und dort habe ich einen Text gefunden von Wolfgang Port, Zukunftsangst, die Drohgebärde der Bedrängten. Dort stellt Port 13 Thesen auf, die ich euch jetzt kurz zusammengefasst habe und euch einfach kurz vorstellen möchte. Genau, Port sagt, dass hinter der Zukunftsangst sich eigentlich was ganz anderes verbirgt. Weil seine zweite These: Es gibt eigentlich keinen Grund, die Zukunft mehr zu fürchten als die Gegenwart. Mit der Zukunftsangst, sagt Port, ist der Verlust der eigenen Privilegien gemeint. Das Problem ist, man erwartet, dass man selbst eine Zukunft haben muss. Und was nicht gesehen wird, ist, dass andere Menschen keine Gegenwart haben, weil sie eben in ausgebeuteten Lebensverhältnissen stecken. Seit es den deutschen Bürger gibt, lebt er in dauernder Angst vor Krankheiten, Dieben, Inflation, Revolution und Zukunftsangst.
Diese Angst hängt mit seinem Eigentum zusammen und mit der Verteidigung seiner Privilegien. Doch, räumt Bord ein, der Charakter des Bürgertums ermöglicht auch das Erkämpfen von Menschenrechten. Leider ist es so, sagt Port, dass es eine fehlende Selbstkritik gibt im Bürgertum, weshalb es leicht wird, dass ein kollektiver Angstzustand ausgerufen wird. Diese Angst wird rationalisiert, weil was Schlechtes natürlich im Raum steht. Und wie es Maria vorher schon erklärt hat, gibt es auch eine gewisse Tradition des Ausmalens großer Gefahren. Sei es der Sozialismus als roter Terror, rote Gefahr oder in den letzten Jahren immer wieder gehört der Islam. Deutschland sei auch das Land mit den häufigsten oder den meisten Gefahrenhinweisschildern. Und ein bisschen zynisch formuliert er dann, dass es ein bisschen wirkt wie eine Anleitung zur Selbstverletzung. Weil hier könnte man sich wehtun und hier beispielsweise auch. Durch die Zukunftsangst, sagt Port, ist es auch einfach, das Fremde zu fürchten. Also Ausländer, People of Color oder Kommunisten. Und er schließt damit, dass es zwar früher eine Geschichte gegeben hat im Bürgertum, aber künftig nicht mehr. Die Angst vor dem nahen Ende wird nur beschworen um der tröstlichen Versicherung willen. Die herrschende Ordnung werde bis zum Ende aller Zeiten dauern, wie nahe oder fern es auch sei. Genau. Und dann möchte ich ihm seinen letzten Satz auch nochmal zitieren. Der stets als unbegründet halb durchschauten Angst vor der Katastrophe als dem endgültigen schlimmen Ende hat deshalb Walter Benjamin die Erkenntnis entgegengesetzt, dass es immer so weitergeht, ist die Katastrophe. Genau, zum Abschluss tatsächlich möchte ich euch noch ein witziges Bild aus dem Internet zeigen. Genau. Hier sehen wir ein Bild von zwei Frauen, die im Hochwasser stehen und Louis Vuitton-Taschen tragen. Darüber gibt es einen Spruch, it's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Das ist ein Zitat aus Mark Fishers Capitalist Realism. Und ich möchte noch ein kleines Zitat von Slavoj Žižek vorlesen, was ich passend zu dem Bild empfunden habe. Think about the strangeness of today's situation. 30, 40 years ago, we were still debating about what the future will be. Communist, fascist, capitalist, whatever. Today, nobody even debates these issues. We all silently accept global capitalism is here to stay. On the other hand, we are obsessed with cosmic catastrophes. The whole life on Earth disintegrating because of some virus, because of an asteroid hitting the Earth, and so on. So the paradox is that it's much easier to imagine the end of all life on Earth than a much more modest radical change in capitalism. Damit bin ich am Ende. Ich habe hier euch meine Quellen aufgelistet. Ich versuche die auch in die Videobeschreibung von dem YouTube-Video zu packen, dass ihr das gegebenenfalls nachhören könnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und Zeit und würde jetzt die Aufzeichnung beenden, sodass wir in die Diskussion starten können. Das mache ich jetzt.